Ohne die Mitarbeiter ging es eigentlich gar nicht. Also da waren halt die Geschäfte dann halber die Zeit leer. Hallo. Nice to meet you. Hier kann ich mindestens 1580 Euro im Monat verdienen. 80% von meinen Mitarbeitern sind Vietnamesen. Ne? Hello, Chef. Hello, my friend. Hello. How are you? Everything fine? Die Gastfreundschaft ist einfach unglaublich, was wir da erleben. Alle sind super glücklich und voll nervös, wenn sie mit uns am Tisch sitzen. Sklaventum ist für mich ganz was anderes. Das ist unter Zwang, mit Ketten, mit Peitsche. Das ist für mich Sklaventum. Fest steht jedenfalls, ohne ausländische Erntehelferinnen und Erntehelfer hätten wir hier in Österreich massive Probleme, das heimische Obst und Gemüse von den Feldern in die Geschäfte zu bringen. Die Versorgungssicherheit wäre gefährdet. Vor 40, 50 Jahren waren es noch Arbeiter aus den ärmeren Regionen Österreichs, die zur Feldarbeit gekommen sind. Aus dem Südburgenland zum Beispiel. Dann waren es schon Leute aus den näheren Nachbarländern im Osten, die diesen handarbeitsintensiven Job gemacht haben. Dann hat man sie schon aus den weiter entfernten Gebieten in Osteuropa geholt. Und mittlerweile sind es Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter aus Vietnam, die eingeflogen werden und dann bis zu 9 Monate hier im Everdinger Becken bleiben. Derzeit wird gerade Salat gepflanzt. In der Früh haben sie Radieschen geerntet. In den nächsten Wochen und Monaten wird hier auch Chinakohl, werden Süßkartoffel, wird Knoblauch gepflanzt und geerntet. Von April bis November gibt es hier viel zu tun. Und Gemüsebauer Meier, der hier in der Gegend 180 Hektar bewirtschaftet, weiß, wie hart der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte ist. Speziell mit den Bauern im benachbarten Bayern. Er ist ein Pionier mit dieser Lösung aus Vietnam und er ist sehr zufrieden damit. In Niederösterreich, im Nachbarland, denkt man übrigens dran, Vietnamesinnen und Vietnamesen für die Pflege nach Österreich zu holen. Aber für den heutigen Schauplatz hat sich Beate Haselmeier dafür interessiert, wie man als Gemüsebauer heutzutage in Österreich zurechtkommt und wer diese Erntehelferinnen und Erntehelfer genau sind, woher sie kommen, was ihr kultureller und familiärer Hintergrund ist. Und deswegen hat sie der heutige Schauplatz bis ins Mekong-Delta geführt. Aber begonnen hat sie hier in der Nähe von Alkoven. Anfang Mai im Everdinger Becken. Durch den vielen Regen ist der Boden feucht. Die Radieschen müssen deshalb händisch geerntet werden. Um 6 Uhr in der Früh geht die Arbeit auf den Feldern von Ewald Meier und seinem Sohn Daniel los. Morning. Guten Morgen. Guten Morgen. All okay? Alles okay? Very short. Die Blätter sind sehr kurz. Wie ist heute so die Situation? Stressig. Warum? Große Bestellung. Regen ist wieder angesagt, also es gibt noch viel zum Vorbereiten. Süßkartoffelpflanzen kommen nächste Woche. Und ja, Radieschen nicht ganz ideal, so kurzes Laub, schwierig zum Arbeiten. Aber ein gelbe Blau zum Wegzupfen, also alles Dinge, die halt aufholen. Aber passt schon. Also Samstag ist bei uns immer der stressigste Tag in der Woche, weil wir halt einfach die Bestellungen für Sonntag und für Montag schon versuchen zu vorbereiten, dass wir am Sonntag nicht arbeiten müssen und da kommt immer eine große Menge zusammen. Die Gemüsebauern haben einen Auftrag über fast 100.000 Pfund Radieschen bekommen. Supermarktketten bestellen die gewünschte Menge über ein Computersystem. Am nächsten Tag müssen die Landwirte liefern. Welche Rolle spielen da Ihre Arbeitskräfte, wenn das da so wirklich so spontan stattfindet? Ganz eine wichtige, weil im Endeffekt ist es auch schwierig für einen jetzt Freizeitplanung machen, weil heute ist Samstag. Ne? Haben wir am Samstag frei oder haben wir am Samstag nicht frei? Und da sind wir schon dankbar, dass die eben das Verständnis haben für Saison und die kommen ja her auf Saison und wollen da Geld verdienen. Und sie wissen, am Samstag gibt es auch Zuschläge und für denen ist es kein Problem, heute zum Beispiel arbeiten oder auch den ganzen Samstag arbeiten. Und ganz wichtig, also ohne die Mitarbeiter ging es eigentlich gar nicht. Also da waren halt die Geschäfte dann halber die Zeit leer.
What's important? Was muss man bei der Radieschenernte beachten? Man muss auf die Blätter aufpassen. Ein Radieschen hat dann gute Qualität, wenn das Blatt und die Wurzel in Ordnung sind. Warum sind Sie zum Arbeiten nach Österreich gekommen? In Vietnam kann ich nicht so viel Geld verdienen wie hier. Und Österreich ist ein wunderschönes Land. Ich möchte mir gern viel von der Welt anschauen. Deshalb bin ich hier. Wie viel Geld können Sie hier verdienen? Mindestens 1.580 Euro im Monat. Und in Vietnam? In Vietnam kann ich ca. 300 Euro im Monat verdienen. 1.305 Euro netto verdient der 32-Jährige hier laut Kollektivvertrag. Die Arbeiter bleiben bis zu 9 Monate in Österreich. Was ist das Problem mit dieser Reihe? Der Anhänger ist nicht voll. Wir haben nur die halbe Reihe geerntet. Den Rest machen wir dann morgen. Sehr gut, danke. Die Radieschen kommen zum Waschen und Bündeln in die Produktionshalle. Ewald Meyer war vor 4 Jahren auf einer Bildungsreise in Vietnam. Damals hatte er die Idee, Vietnamesen nach Österreich zu holen. Vergangenen Dezember reist er mit seinem Sohn in die Sozialistische Republik. Sie wollen Mitarbeiter besuchen und Personal rekrutieren. Wie sind die ersten Eindrücke von Vietnam? Gute Frage. Wie? Viel Verkehr, sehr viel Mopeds. Ja. Ich kann mich in deine Situation einfühlen, weil man ist einfach erschlagen, das erste Mal, wenn man da herkommt. Es sind so viele Eindrücke auf einmal. So. Wenn man vom Flugzeug aussteigt, dann kriegt man die erste Tätschen von der Hitze und von der Schwüle und vom Geruch und von hunderten Menschen, die irgendwen abholen am Flughafen. Das ist einfach man nicht gewohnt, so in dieser Form und dieser Verkehr und das Gehupe. Das ist Vietnam, so wie man es kennt. Der 52-Jährige ist bereits das dritte Mal hier. Während seiner letzten Reise vor etwas mehr als 3 Jahren hat er dutzende Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe eine Memory-Karte hergekriegt. Sie haben ein paar Vokabeln lernen müssen. Also da habe ich mal so Sprachaufnahmen gemacht, die habe ich ihnen geschickt. Einfach, dass man sieht, ob sie willens sind, dass überhaupt ein paar Wörter Deutsch lernen zum Beispiel. Nicht? Und dann haben halt Gummistiefel, Traktor, Anhänger, Messer, Zucchini, Gurken, also einfach so Fachbegriffe, was man braucht halt, das haben sie halt lernen sollen. Nicht? Und da war einfach schon der erste totale Unterschied. Der eine hat sich gar nichts angeschaut, den hat das nicht interessiert. Und der andere hat eben gewusst, auch nicht aussprechen können, aber das ist ein Gummistiefel nicht? Zum Beispiel. Nicht? Von der Millionenstadt Ho Chi Minh City bis ins Mekong-Delta zu seinem Mitarbeiter Ri Kim Sawa, den wir in Oberösterreich kennengelernt haben, sind es mehr als 4 Stunden Fahrt. Hallo. Hallo, how are you? Hallo, wie geht's? Hallo Chef. Hallo mein Freund. Wie geht es dir? Alles gut? Wo ist deine Familie? Where's your family? Hier ist meine Familie. How are you? My mother. Meine Mutter. Hallo. Ich bin Daniel. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Das ist meine kleine Schwester. Nice to meet you.
Hallo, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo, nice to meet you. Hallo. Und das ist mein Vater. Ah, der Papa. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo, nice to meet you. Ihr bester Sohn. Ihr bester Sohn. Der Einzige und der Beste. Im Winter, wenn in Österreich gerade keine Erntesaison ist, leben in dem Haus 7 Menschen. Ri Kim Savar hat einen 4-jährigen Neffen und eine 2-jährige Nichte. Seine Mutter und die beiden Schwestern kochen seit der Früh für die Gäste aus dem fernen Österreich. Das sind Frühlingsrollen. Wisst ihr noch? Das sind auch Frühlingsrollen. Sind das keine Sommerrollen? Stimmt, Sommerrollen. Die hast du für uns in Österreich auch einmal gemacht. Sieht gut aus. Die Familie gehört der Volksgruppe der Khmer an. Der Großteil dieser Ethnie lebt im benachbarten Kambodscha. Ich freue mich, dass ich in Ries hier gehe. Das ist das Wichtigste. Und die ersten Eindrücke. Ja, total eine nette Familie. Also eine tolle Köchin. Die Mutter ist eine tolle Köchin. Die hat uns da bewirtet mit Frühlingsrollen, mit Ente, mit exotischen Früchten, die es bei uns gar nicht gibt. Die Gastfreundschaft ist einfach unglaublich, was wir da erleben. Alle sind super glücklich und voll nervös, wenn sie mit uns am Tisch sitzen, einfach weil wir da sind. Das kennt man halt so nicht. Also wirklich klasse, super Essen und furchtbar nette Leute. Für mich ist es eine Ehre, dass Sie hier sind. Ich bin wirklich glücklich. Vielen Dank, Chef. Ich danke dir und deiner Familie. Anfang Mai in Oberösterreich dreht sich alles um die Radieschenernte. Wir haben einfach so viele Niederschläge die letzte Zeit. Jetzt sind die Radieschen schwer zum Waschen. Aber es geht. Ohne die Maschine würde man das nicht schaffen. Ne? Fürs Personal ist seit mehr als einem Jahr der 26-jährige Jungbauer Daniel Meyer verantwortlich. Auch wenn die Leute teilweise schon lange da sind und das schon lange machen, muss man ja trotzdem immer wieder einfach schauen. Mal auf die Finger schauen. Und die Qualität passt. Außerdem muss ich mir selber einen Überblick verschaffen, wie generell die Qualität ist von den Radieschen. Dass ich einschätzen kann, wie ist der Ertrag, wie viel haben wir überhaupt zur Verfügung. Weil es gibt Zeiten, da müssen wir die Hälfte aussortieren, weil die Qualität nicht passt. Dann habe ich ein Problem mit dem Absatz, weil dann habe ich zu wenig Ware. Wir sollten 160 Bund Radieschen pro Stunde schaffen. Und wie viele schaffen Sie? Ich helfe heute nur aus, weil wir so eine große Bestellung haben. Ich schaffe vielleicht 140 oder 150. Und die anderen? Das ist unser schnellster Mann. Er schafft 220 Bund in der Stunde. Warum ist er so schnell? Ich weiß es nicht. Manche Leute sind langsamer, andere schneller. Das hängt von der Fingerfertigkeit ab. Schauen Sie mal, wie schnell er ist. Wer mehr als 160 Bund pro Stunde schafft, bekommt eine Prämie. Wer weniger schafft, bekommt nur nach Kollektivvertrag bezahlt. Die sind da jetzt aus verschiedenen Nationen. Wir haben da 4 ukrainische Damen, dann haben wir 3 afghanische Flüchtlinge und der Rest sind vietnamesische Frauen und Männer. Und Österreicherinnen und Österreicher? Haben wir da jetzt in der Produktion nicht. Wir haben am Feld einen Traktorfahrer, einen österreichischen, und im Büro haben wir österreichische Mitarbeiter. Aber da jetzt direkt in der Produktion haben wir nicht. Wie ist es dazu gekommen, dass eigentlich da jetzt in der Produktion die meisten aus dem Ausland sind? Genau aus dem Grund, weil sie einfach Österreicher nicht mehr gefunden haben, die dann am Feld oder so wie da arbeiten wollten. Früher war das eigentlich üblich, also zu meinen Eltern, die sind zu den Nachbarn gegangen, da waren die
die Hausfrauen meistens daheim und zumindest bis als die Kinder von der Schule heimgekommen sind, haben sie dann am Vormittag auf die Felder geholfen. Und das ist heute nicht mehr möglich? Nein, also wir haben alles probiert, gemeinsam mit AMS verschiedene Projekte gestartet, also Jobbörsen, und es ist einfach nie irgendwas zustande gekommen. Saisonarbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern dürfen nur begrenzt eingestellt werden. Für ganz Österreich gibt es in der Landwirtschaft 2850 Stellen. Ausländerinnen und Ausländer bekommen nur dann eine Beschäftigungsbewilligung, wenn das AMS am heimischen Arbeitsmarkt niemanden vermitteln kann. Wir kommen mit Frau Miroslavna aus der Ukraine ins Gespräch. Bei uns zu Hause ist die Lage furchtbar. Deshalb sind wir hierher gekommen, zum Geld verdienen. Früher hatten wir Arbeit, jetzt ist Krieg. Was haben Sie früher gemacht? Wir hatten ein Unternehmen. Welches Unternehmen? Ein ähnliches wie hier. Auch in der Landwirtschaft? Ja. Bevor Ri Kim Savar in Österreich gearbeitet hat, war er in Dubai, um Geld zu verdienen. Ich habe in einem Hotel Zimmer geputzt und an der Rezeption gearbeitet. Und manchmal habe ich auch im Hotelrestaurant ausgeholfen. Ganz ein anderer Job als hier. Die Arbeit dort war auch okay, aber das Gehalt war nicht so gut. Wie viel haben Sie verdient? Circa 1200 Dirham. Das waren damals in etwa 500, 600 Euro. Hier bekommen Sie also viel mehr? Ja, viel mehr. In seiner Heimat, dem Mekong-Delta im Süden von Vietnam, lebt ein Großteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Die 6000 Einwohnerstadt Thieu San ist umgeben von fruchtbaren Schwemmböden. Im Dezember vergangenen Jahres führt Ri Kim Savar seine Arbeitgeber Ewald und Daniel Meyer auf den Markt. Das verwenden wir für die Suppe. Schmeckt süß. Eigentlich sollte ich als Gemüsebauer das Gemüse kennen, nicht? Aber ich kenne eigentlich gar nichts da. Also das sind alles. Und ich habe mir gedacht, ob das ein Schnittlauch ist, aber ich bin mir nicht sicher. Riecht mal, das haben wir gestern gegessen. Ja. Good smell, ja. Riecht gut. Was kostet hier der Chinakohl? Mehr als einen Euro. Sehr teuer. Wie viel verdient man hier so? 300 bis 400 Euro im Monat. Oh mein Gott. Der Chinakohl zählt zu den teuersten Gemüsearten auf dem Markt, erfahren wir. Um einen Euro kann man auch ein ganzes Kilo Mangos kaufen. Vergleicht man Einkommen und Preise, ist das Leben in Vietnam aber teurer als in Österreich. Und die hier sind handgeerntet, oder? Ja, die sind perfekt. Die Fisolen haben perfekte Qualität, da ist nichts abgebrochen und ein super Schalen. Also das muss man mal probiert haben, dass man die händisch so erntet und das, da gehört was dazu. Das heißt, die Leute kennen das da offenbar sozusagen? Genau, die dürften Erfahrung haben damit und das wirklich super machen. Jeder hat hier Erfahrung mit dem Ernten. Wir haben dafür keine Maschinen. Wir müssen das händisch machen. Das heißt, die besten Voraussetzungen für einen Job in Österreich sozusagen. Ja. Ich denke, dass in Vietnam nur ein bisschen mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten wie in Österreich. Ich habe irgendwann mal so eine Zahl gehört, dass sie über 50% sind. Und das ist natürlich der Unterschied, weil in Österreich arbeiten, weiß ich nicht, keine 4% mehr in der Landwirtschaft. Im Everdinger Becken bewirtschaftet Familie Meyer 180 Hektar Eigen- und Pachtgrund mit Radieschen, Zucchini, Knoblauch, Süßkartoffel, Erdäpfel, Zwiebel, Salat, Stangensellerie und Chinakohl. Ein Viertel des Gemüses wird in Bioqualität angebaut. Was passiert da jetzt?
Ja, jetzt müssen wir eben den Boden lockern. Das hat auch den Nebeneffekt, dass die Unkräuter ausgerissen werden, die dann dadurch kaputt gehen. Also ist es auch ein Ort Pflanzenschutz. Und damit auch die Pflanzmaschinen ihre Arbeit verrichten können. Da pflanzen wir eben gerade Chinakohl und es ist sie gestern nicht ausgegangen, weil es wegen hergekriegt war, also wegen vorbereitet war an Flächen. Und das machen wir jetzt schnell, damit die da fertig pflanzen können. Das heißt, Sie sind die meiste Zeit am Traktor unterwegs, oder? Ja, also meine Hauptaufgabe ist eigentlich organisieren, Traktor fahren, dann die ganzen Arbeiten, die einfach dementsprechend fachliche Ausbildung verlangen, also so wie Pflanzenschutz oder Düngemaßnahmen, das machen Sie. Bis der Chinakohl im Geschäft liegt, dauert es 8 Wochen. Einen hohen Anteil an den Produktionskosten macht das Personal aus, erzählt uns Ewald Meyer. Im internationalen Vergleich ist es um die heimische Gemüsebranche eigentlich recht schlecht bestellt, weil wir in sehr vielen Bereichen einfach schlechtere Bedingungen haben. Wir haben zum Beispiel die höchsten Lohnnebenkosten in ganz Europa. Vergleich zum Beispiel mit Deutschland, die haben unter gewissen Umständen für die ersten 70 Arbeitstage überhaupt keine Lohnnebenkosten. Und das ist ja der Grund, warum jetzt kaum mehr Polen nach Österreich kommen oder Rumänen, weil die natürlich dadurch wesentlich bessere Löhne zahlen können, weil es eben die Belastung der Lohnnebenkosten nicht haben. Ne? Dass Sie da Erntehelfer und Erntehelferinnen aus Vietnam einfliegen, ist das nicht irgendwie in einem Widerspruch zu einem Regionalitätsgedanken und was bedeutet das auch für die Umwelt? Ja, das habe ich mir einmal angeschaut, weil natürlich die Frage schon öfters aufgetaucht ist. Und die Vietnamesen, was heute in der Früh da Radieschen ausgerissen haben, also die haben sicher auch einen Flug an CO2 schon eingespart. Was der Transport jetzt zum Beispiel von Spanien ausgemacht hat. Wieso? Wie soll das funktionieren? Das, ja, es gibt so CO2-Rechner, die sind im Internet gratis, da kann man eingeben, Startort Almeria, Spanien, und Zielort Everding, gekühlter LKW und dann wirft dann das aus, wie viel CO2 das da ausgestoßen wird und dann gibt es genauso Rechner, wo man eingibt, der Flug von Vietnam nach Österreich und dann kann man das gut vergleichen, den CO2-Ausstoß und dann braucht es eigentlich nur ein paar tausend Kilo Gemüse und dann ist das eigentlich schon wieder kompensiert. Genau genommen braucht es 30 Tonnen heimisches Gemüse, um einen Flug von Vietnam nach Österreich und Retour zu kompensieren. An manchen Tagen werden 100 Tonnen geerntet, sagt der Bauer. In Vietnam besitzt die Familie des Saisonarbeiters Ri Kim Sawa Reisfelder, die sie momentan aber verpachtet hat. Heute wird der Reis geerntet. Die meiste Zeit stehen die Reispflanzen im Wasser. Kurz vor der Ernte wird das Feld trockengelegt, damit das Reiskorn endgültig reifen kann. Der Boden ist noch matschig, daher braucht man Spezialgefährte, um voranzukommen. Das Mekong-Delta ist eine der wichtigsten Reiskammern weltweit. Hier werden jedes Jahr 16 Millionen Tonnen Reis produziert. Die gedroschene Ernte wird zuerst getrocknet und dann in eine Mühle gebracht. Da ist er der Chef. Wenn er sagt, zusammenhelfen, dann helfen wir zusammen. Normal, oder? Ja. Before we don't have the machine like this. Früher hatten wir keine Dreschmaschinen. Wir haben den Reis händisch geerntet. Das war wirklich sehr harte Arbeit. Mit den Maschinen können wir Zeit und Geld sparen.
wenn man da im Feld steht, das ist wieder heim. Echt? Ja. Mit den gleichen Leuten, die arbeiten alle bei uns im Sommer. Nur das Fernsehteam ist da. Und daheim haben wir keinen Reis. Aber wenn Sie da hören, dass die Leute zu Ihnen kommen, weil man da nicht genug Geld verdient, wie ist das? Wie das ist? Ja, wenn man da hört, die Leute fahren so weit weg, weil sie da nicht genug Geld verdienen. Ich weiß nicht, was ich drauf sagen soll, aber ich glaube, das war schon immer so, dass es einfach Unterschiede gibt. Es sind auch Österreicher nach Schweden gegangen früher. Jeder geht dorthin, wo er was verdient, den es wohin zieht. Man muss eh dafür geboren sein, dass man ins Ausland geht. Der Rie geht, glaube ich, seit seinem 18. Lebensjahr ins Ausland ins Arbeiten. Und der andere geht gar nie ins Ausland ins Arbeiten. Also, aber jeder strebt nach einem höheren Standard. Und es ist halt ein Weg, dass man ins Ausland geht und so dort auf Saison Geld verdient. Normalerweise sollte das Reiskorn schön groß sein. Aber das Wetter passt nicht. Deshalb sieht der Reis oft so wie der hier aus. Ich mache das mal für Sie auf. Das Korn ist leider leer. Das Geld, das wir für diese Ernte bekommen, reicht nicht aus, um für die Maschinen und für die Bodenbelüftung zu bezahlen. Ventilation for the land for everything. Yeah. It just belong to the weather. Wenn das Wetter gut ist, ist auch die Reisqualität gut. Aber wenn das Wetter schlecht ist, reicht der Ertrag nicht für uns. Zu viel Regen vermindert die Qualität der Ernte, erklärt uns Ri Kim Sava. Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie nicht in Österreich arbeiten würden? Wenn ich nicht nach Österreich gehen würde, dann hätten wir gerade einmal genug zum Essen. Aber wir können nichts für Notfälle auf die Seite legen. Wenn jemand krank wird und ins Spital muss, dann kostet das richtig viel Geld. Mit einer schlechten Reisernte wie dieser hier können wir uns das nicht leisten. Menschen aus ärmeren Ländern, die aus Geldnot im reichen Ausland Jobs erledigen, die dort keiner will, das ist nicht selten Nährboden für Ausbeutung und Sklaverei. Doch wie sieht das der Bauer? Sklaventum ist für mich ganz was anderes. Das ist unter Zwang, mit Ketten, mit Peitsche. Das ist für mich Sklaventum. Also wir behandeln die Mitarbeiter wie Mitarbeiter. Sie kommen halt aus einem fernen Land. Und wir haben halt leider in der Situation in der Landwirtschaft, dass die Lebensmittel günstig sein müssen, damit sich jeder leisten kann. Und können dadurch nicht die Spitzenlöhne zahlen wie BMW, Mercedes oder Steyr. Wir müssen sie nach der Decke strecken. Und wir sind halt einfach, ja, in einer gewissen Weise innovativ, dass wir, oder wir müssen innovativ sein, damit wir eigentlich die Versorgung sicherstellen können mit heimischen Obst und Gemüse. In Österreich kostet ein Bund Radieschen in Aktion weniger als einen Euro. Damit er frisch im Regal liegt, arbeiten Ri Kim Sava und seine Kolleginnen und Kollegen bis zu 60 Stunden pro Woche. Das ist Dong. Wir arbeiten schon seit 4 Jahren gemeinsam hier. Er ist aus Hattern. Okay. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Das ist Wong. Er ist auch aus Hattern. Hattern ist im Norden von Vietnam, oder? Ja, im Norden. Und das ist Nhi, eine Freundin, die auch aus meinem Dorf kommt. Ihr ist zu kalt, deshalb hat sie die Maske auf. Hello, you feel cold? Ihnen ist kalt? Das ist Temp. Sie kommt auch aus meinem Dorf. From my village. From here, from the same village. Hello. Yeah. Nice to meet you. Und das ist meine kleine Schwester. Hello. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wie geht es Ihnen? Die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter sprechen kaum Englisch. Deshalb bitten wir Ri Kim Sava zu übersetzen. Können Sie Ihre Schwester fragen, ob sie Vietnam vermisst? Ich vermisse meine beiden Kinder. Ich bin wie alle wegen des Geldes hier. Wenn sie hier arbeitet, kann sie mehr Geld verdienen als in Vietnam. Sie braucht das Geld, um ihre Kinder gut durchzubringen. Darum ist sie hier mit ihrem Ehemann.
Ihr Mann ist auch hier? Ja, er ist auch hier. Und wer passt auf die Kinder auf? Meine Mutter und mein Vater passen auf sie auf. Wie alt sind die Kinder? 2 und 4 Jahre alt. Haben Sie in Vietnam schon einmal als Erntehelferin gearbeitet? Nein, noch nie. Für sie ist das ein harter Job. Aber sie bemüht sich. Was genau ist schwer für sie? Ich bin müde, weil ich diese Arbeit nicht gewöhnt bin. Ri Kim Sawa und seine Schwester Fung Vi glauben an die buddhistischen Lehren. Ihr Vater arbeitet sogar in einem Tempel. Während unserer Dreharbeiten im vergangenen Dezember will Ri Kim Sawa seinen Arbeitgebern aus Österreich unbedingt den Tempel zeigen. Heute findet ein Ritual statt, das man nur selten zu sehen bekommt. Ein Bub wird zum Mönch geweiht. Ris Vater Kim Chan ist für die Wartung des Tempels zuständig. Wir haben gefragt, warum dieser Tempel nicht besser in Schuss ist. Ne? Und sie müssen sich rein von Spenden aus der Bevölkerung finanzieren. Sie kriegen scheinbar da keine Unterstützung. Und sie sind gerade dabei, das sammeln für einen neuen Anstrich. Nicht? Und wir haben gefragt, ob wir auch einen kleinen Beitrag leisten können. Und das ist kein Problem. Ne? Das werden wir auch machen. Und dann wird sogar gebetet für eine unfallfreie Saison, hat er mir versprochen. Dann erzählt uns Ri Kim Sawa, dass er als 18-Jähriger auch zum Mönch geweiht wurde und einige Zeit in diesem Tempel gelebt hat. Jeder bleibt so lange hier, wie er kann. Ich bin nur für 3 Monate geblieben, weil meine Familie es damals schwer gehabt hat. Wären Sie gerne noch länger geblieben? Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich sehr gerne länger geblieben. Aber Sie haben beschlossen, Ihre Eltern zu unterstützen. In meiner Familie bin ich der einzige Sohn. Ich wollte meine jüngeren Schwestern und meine Eltern unterstützen. Deshalb musste ich gehen. Er ist der Obermönch hier, der Meister. Okay. Nice to meet you. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ihr könnt Englisch mit ihm sprechen. Wie lange sind Sie hier, der Boss? 26 Jahre. Erinnern Sie sich an Ri als Mönch? Ja. War er ein guter Mönch? Ja. Haben Sie das gewusst, dass Ihr Mitarbeiter da so eine Geschichte hat als Mönch? Nein, das erste Mal jetzt da, ja. Habe ich nicht gewusst. Gar nicht, ne? Ich glaube, ich werde mir mal bei uns daheim die Stadtpfarrkirchen zeigen, weil es ist ja eigentlich ein kleiner Dom. Vielleicht gefällt ihm der auch. Zusätzlich zu dem Gehalt, das der Vater für die Arbeit im Tempel bekommt, verdient die Familie noch etwas Geld durch den Verkauf von Getränken. Hier macht Mutter Saen Zuckerrohrsaft. Es ist großartig, dass mein Sohn einen guten Job hat und gut verdient, aber ich vermisse ihn sehr. Ich bin froh, dass ich Ries Schäfer aus Österreich kennenlernen durfte.
Jetzt weiß ich, mein Sohn ist bei ihm gut aufgehoben. Er kann in Österreich Geld für eine bessere Zukunft verdienen und auch uns unterstützen. Dafür bin ich sehr dankbar. Im mehr als 9000 Kilometer entfernten Pupping im Bezirk Everding leben die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter aus Vietnam in Dienstwohnungen, die der Gemüsehof Meier zur Verfügung stellt. Sie zahlen pro Monat 40 Euro für die Unterkunft. Und sie würden gegen ein Entgelt auch mit Lebensmitteln versorgt. Aber Ri Kim Sava und seine Kolleginnen und Kollegen kaufen sich ihr Essen lieber selbst. In einem vietnamesischen Supermarkt in Linz. Das sind unsere Frühlingsrollen. Die werden wir dann noch in Öl backen. Wenn wir gemeinsam kochen, meine kleine Schwester und meine Freunde, dann fühlen wir uns wie eine Familie, wie zu Hause in Vietnam. Wir besuchen die Arbeiterinnen und Arbeiter an einem Sonntag. Sie haben frei und kochen etwas aufwendiger als unter der Woche, erzählen sie uns. Sie bereiten ja Radieschen zu. Ja, genau. Wir machen daraus Salat. Haben Sie die in Vietnam auch? Ja, aber nicht so viele wie hier, nur in manchen Gegenden. Zum Beispiel rund um Ho Chi Minh City. Wann immer Sie Zeit haben, rufen die Geschwister ihre Familie in Vietnam an. Ihre Mutter passt auf die beiden Kinder von Vi Phung auf. Sie sind 2 und 4 Jahre alt und müssen jetzt 9 Monate ohne ihre beiden Eltern und ohne ihren Onkel auskommen. Vor dem Haus haben Ri Kim Sava und seine Freundinnen und Freunde Salat eingepflanzt, den man in Österreich nicht kaufen kann. Sie verwenden ihn für ihr Nationalgericht, den vietnamesischen Suppentopf. Es ist nicht leicht für mich, alles in Vietnam zurückzulassen. Das Leben ist schwer, aber es muss weitergehen. Bei aller Dankbarkeit für seinen Job. Eines versteht er an der österreichischen Arbeitswelt nicht. Jedes Monat zahlen wir so viel an Steuern und Sozialversicherung. Wir haben noch nie etwas dafür in Anspruch genommen. Aber unsere Firma zahlt für uns ein. Ich finde das nicht fair. In Österreich zahlen die Menschen auch in die Pensionsversicherung ein. Haben Sie schon einmal nachgefragt, ob Sie Ansprüche auf eine Pension haben? Nein, ich bekomme nichts. Das ist nicht fair. Unsere Recherchen ergeben, dass Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter aus Drittstaaten sehr wohl Anrecht auf eine Pension haben. Allerdings nur, wenn sie das gesetzliche Pensionsantrittsalter erreichen und 180 Beitragsmonate gesammelt haben. Ri Kim Sava und seine Kolleginnen und Kollegen müssten dafür 20 Jahre lang für 9 Monate in Österreich arbeiten. Im Mekong-Delta veranstaltet der Gemüsehof Meier eine Firmenfeier. Nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum Festessen eingeladen, sondern auch deren Familien. Das Lokal und die Speisen hat Ri Kim Sava ausgesucht. Was gibt's denn da heute zum Essen? Viel Fisch, frittierter Froschschenkel. Den haben Sie schon probiert? Habe ich schon probiert, ja. Und wie ist der so? Not my favorite. Das sind zum Beispiel Bananenblüten, fein geschnittene. Schmeckt wirklich alles köstlich. Nur der Froschschenkel ist auch nicht so meins. Ja.
Fung Wi, die Schwester von Ri Kimsawa, ist im vergangenen Dezember noch keine fixe Mitarbeiterin, sondern eine Bewerberin. Und sie ist nicht die Einzige. Ri hat Freunde eingeladen, die unbedingt im nächsten Jahr in Oberösterreich Gemüse ernten wollen. Ri sagt, er hat furchtbar viele Anfragen, die gerne ins Ausland arbeiten gehen möchten. So wie wenn es schon fast ein bisschen lästig wird, kommt es mir vor, so wie er das beschreibt. Ja. Und nach was wählen Sie dann da aus? Wen nimmt man da eher und wen nicht? Ja, jetzt sind wir in der glücklichen Situation, dass wir schon noch Qualifikationen auswählen können. Also was hat er vorher gemacht? Hat er schon Erfahrung mit dem Umgang mit Fahrzeugen zum Beispiel? Ne? Weil das ist bei uns sehr wichtig, dass einer Traktor fahren kann und auch ein wenig Gespür hat dafür. Und das ist was anderes, ob einer das erste Mal aufsitzt oder schon jahrelang mit einem Bagger oder sonst irgendwas fährt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass er Verständnis hat, dass er arbeiten will. Und die Sprache ist meiner Meinung nach eigentlich nebensächlich. Am Tag darauf reisen die Gemüsebauern weiter Richtung Nordvietnam. Auch dort wollen sie Mitarbeiter besuchen, eine Firmenfeier veranstalten und neues Personal kennenlernen. Vergangene Woche gibt es in Oberösterreich wieder einen Grund zum Feiern. In der Früh sind einige neue Erntehelfer aus Vietnam angekommen. Daniel und Ewald Meyer empfangen sie mit einem Saisoneröffnungsfest. Mir ist es auch wichtig, dass ich jetzt nicht einen Ketterer herhole, der mir das macht, sondern dass ich das mache. Also ich als Chef bewirt. Also meine Frau hilft dann auch und da braucht auch keiner da jetzt dann, sondern das wird einer zum Tisch gebracht und dass mir einer so quasi ein bisschen was zurückgeben kann. Nicht? Und Geld ist auch nicht alles. Kann man die auch noch drüber legen? Hallo. Hallo. What's your name? Wie heißt du? My name is Vietnamese Quyet. Quyet. Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Danke vielmals. Ah, okay. I'm also happy. Ich bin auch glücklich, dass du auf unserem Hof bist. Danke. Hallo. Mit der Hu. Mit der Farb. Mit der Farb. Mit der Hum, yes, mit der Farb? Juan. 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 Lam. Unmöglich zu merken. Die meisten Neuankömmlinge sind das erste Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug gestiegen und ins Ausland gereist. Aber man muss auch sagen, das Grün, das hat bei einer daheim ja einen riesen Stellenwert. Also, grün wird bei einer überall. Die Straßen entlang fast überall stehen die. Die Griller. Und es wird alles gegrillt. Ja, es ist einfach schön, wenn man sich am Saisonstart einmal zusammensitzt und dann oben gemeinsam genießt. Einfach ganz unbeschwert. Wegen feiert. Ri Kimsawa, seine Schwester Wi Fung und einige andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind noch bei der Arbeit. Es hat wieder eine Großbestellung Radieschen gegeben. Sie werden erst später zur Feier dazukommen können. Im Mekong-Delta sind sogenannte schwimmende Märkte eine Touristenattraktion. Hier werden frisches Obst und Gemüse und gegarte Speisen von Booten aus verkauft. Ri Kimsawa begleitet seine Arbeitgeber aus Österreich auf einen der bekanntesten Märkte. Für Ewald und Daniel Meyer ist Vietnam nicht nur ein reizvolles Reiseland. 36 Vietnamesinnen und Vietnamesen sichern ihre Ernte in Österreich. Von mir aus kann es so weitergehen, wie es jetzt ist. Also ich bin zufrieden. Sie sind eine große Hilfe.
Und momentan sind sie alternativlos für mich. Und in ganz Österreich werden da in Zukunft mehr Vietnamesen arbeiten? Was glaubst du? Das ist schwarz zum Sorgen. Also es sind Bemühungen, dass man aus den Philippinen welche nach Österreich bringt. Ob es dann Vietnamesen oder Philippinen sein werden, aber ich glaube, dass so der südostasiatische Bereich schon eine Zukunft hat in Österreich. Ja. Also auch Erntehelfer aus Philippinen? Erntehelfer oder Pflegebereich oder sonst irgendwo, ja. In Niederösterreich sollen 150 Pflegekräfte aus Vietnam ausgebildet werden. Ein paar Bauernhöfe versuchen, im nächsten Jahr philippinische Erntehelferinnen und Erntehelfer einzufliegen. Ich komme nächstes Jahr noch einmal, um meinem Boss zu helfen. Danke. Und dann? Dann höre ich wahrscheinlich auf. Ich möchte heiraten. Sie wollen heiraten? Ja. Sie werden nicht mehr nach Österreich kommen. Wenn ich heirate, möchte ich nicht zu weit weg von meiner Frau leben. Ich möchte bei ihr sein. Ich muss das akzeptieren. Es ist sein Leben. Und wenn es sein Plan ist, dass er heiratet und hier bleibt, dann ist das einfach zu akzeptieren und auch verständlich. Es ist sein Heimatland. Er will ja nicht auswandern oder ja. Vielleicht arbeite ich ja weiter für ihn und suche gute Leute, die nach Österreich zum Arbeiten kommen. You like Austria, but du magst Österreich, aber hier ist deine Heimat. Ja, hier ist meine Heimat. Es tut mir wirklich leid. This is the best company ever in my life. I have worked. Das ist die beste Firma, für die ich je gearbeitet habe. Ich habe schon in vielen Ländern gearbeitet, zum Beispiel in Dubai. Da war ich 4 Jahre lang. Und in Japan war ich auch. Aber in Österreich fühlt es sich an, als würde ich bei meiner Familie leben. We are not only Wir sind nicht so wie ein Vorgesetzter und sein Mitarbeiter. Ich fühle mich wie ein Teil ihrer Familie, wie ein Bruder. Wir leben im selben Haus und arbeiten zusammen. Ich denke, dass es ohne ihn nie so geklappt hätte, also mit den ganzen Vietnamesen. Weil er war eigentlich immer so die Stütze. Er war der, der gut Englisch spricht, der ein Verständnis hat für beide Seiten, für die Mitarbeiter und auch für mich. Und ja, natürlich, er wird furchtbar abgehen, aber jetzt sehe ich nicht gut aus.